machen wir Roppongi unsicher. Das ist der Mori Tower. Und da gibt es eine super Aussichtsplattform, die wir uns bei Nacht angucken. Denn in Roppongi bewegt man sich das nachts. Hinter dem Mori Tower ist auch noch der Mori Garden. Wirklich hübsch. Oder? Hm? Schönes T-Shirt. Ja, danke. Mittlerweile ist es dunkel. Wir haben gerade schon Abendbrot gegessen, nämlich nochmal Yakiniku. Also gegrilltes Fleisch vom Tisch. Und ja, diesmal war es etwas exklusiver, haben wir das Gefühl gehabt. Ja. Mehr Auswahl an Fleisch auch und so. Ich kann ja hier mal ein Bild einblenden, was wir so auf dem Tisch hatten. Ja, und wie ihr seht... Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, ja, das schon. Wie ihr seht, ist es jetzt dunkel und hier ist schon schöne Beleuchtung. Im Hintergrund sieht man das. Nee, jetzt gerade nicht. Schade. Da ist so ein Turm, der total bunt ist. Und dann, da ist er ja. Ja, und wir wollen jetzt auf den Mori Tower hoch. Und mal gucken, wie die Aussicht von da so ist. Der ist da. Der Mori Tower ist schon schön, was der so zu bieten hat. Es sind auch mehrere Stockwerke. Und da oben fließt einfach mal Wasser an die Wand herunter. Schön. Wir fahren jetzt mit dem Fahrstuhl in den 52. Stock. Also vom 3. in den 52. Im 3. gibt es die Tickets. Und im 52. muss dann ja, die Aussichtsplattform sein. Mhm, 30. Wir nähern uns dem Ziel. Ja. Wir dürfen nicht immer gleichzeitig gehen. Dieser leuchtende Regenbogenturm. Ja, voll. Ich glaube, hier ist es nicht erlaubt zu fotografieren oder zu filmen, deswegen so lange, bis ich aufgefordert werde, aufzuhören. Hier ist auf jeden Fall sowas wie eine kleine Ausstellung mit so einem Auto und so ein bisschen Klimbim dahinter. Ja, das ist so eine, ja, tatsächlich so eine Plattform, so ähnlich wie auf dem Skytree, die komplett rund mit Glas ist, wo man rausgucken kann. So, das komplette Glasfront. Und wenn es jetzt nicht so widerspiegeln würde, leider, könnte man einen richtig schönen Stadtblick genießen. Ihr könnt ihn etwas genießen. Also am Wochenende kosten die Tickets pro Person 2200 Yen, um hier hochzukommen. Ich denke in der Woche 1,5. Auf jeden Fall muss ich sagen, wenn ihr euch nur einmal eine Plattform leisten wollt, dann nehmt den Skytree. Der ist höher und ja, bei Nacht bestimmt auch richtig toll. Denken wir. Aber es ist trotzdem schön hier auf dem Mori Tower. Es ist super. Wenn ihr sowieso hier in der Nähe seid, könnt ihr auch durchaus hier hochgehen. Aber preistechnisch, glaube ich, bekommt man mehr fürs Geld, wenn man auf den Skytree geht. Allerdings hat man hier eine wundervolle Aussicht auf den Tokyo Tower. Das bietet der Skytree jetzt nicht unbedingt so sehr. Ja, weil er da so weit entfernt ist. Ja. Man auf jeden Fall die Möglichkeit, sich auf so eine kleine Stufe zu setzen. Sieht man das eigentlich? Ich bin schon wieder irgendwo hin, wo man gar nicht sehen kann. Hier sitzt man auf einer kleinen Stufe direkt an einer Fensterscheibe und kann dann halt ganz im Rohr rausgucken. Wobei es zieht hier ein bisschen unten an den Stufen. Wir wissen nicht genau warum, aber. Ja, hier ist eine Lüftung. Kalt. Für mich ist es erfrischend. Was bist du für ein Mensch?
Naja. Kunst. Kunst. Hier haben wir wirklich richtig schöne Architekturmodelle. Wenn die Zukunft so aussehen würde. Ein paar schöne Ideen haben die hier schon. Das soll dann so aussehen. Und so könnte eine künstlich angelegte Insel aussehen. Hier läuft irgendeine Präsentation, aber diese Kreiselsitze sind irgendwie am interessantesten. Oh. Okay. Die scheinen sehr viel Spaß zu machen. Ich muss die auch noch ausprobieren, glaube ich. Okay, Respekt, dass du da nicht rausgefallen bist. Er traut sich nicht, sagt er. Also wenn man hoch zur Aussichtsplattform will, dann kann man sich auf jeden Fall nicht verlaufen, denn an jeder Ecke weisen eine nette Japanerinnen den Weg. Genau. Und bedienen den Aufzug für einen und winken an jeder Ecke, dass du weißt, wo du hin musst. Also, das war schon wieder ziemlich süß. Ja. Und hier haben wir das Wahrzeichen Tokios. Das Wahrzeichen. Der Tokyo Tower. Wunderschön. Und jetzt mein persönliches Horrorszenario. Ja, das war unser Abend im Roppongi auf dem Mori Tower, beziehungsweise drumherum. Und ich sehe jetzt auch schon richtig struppig aus von dem ganzen Wind hier und dem feuchten Wetter heute. Ich glaube, das war der Schock vor der Spinne. Ja, das kann gut sein, ja. Genau so muss es gewesen sein. So war es. Ja. Jetzt stehen mir die Haare zu Berge. Wir gehen jetzt jedenfalls nach Hause und lassen den Abend ausklingen. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis nächste Mal. Tschö. Gleichwerbung. Unbezahlte.